eigentlich Lernen über Medien? Vielleicht haben Sie das Video auch schon gesehen, in dem ich versuche zu erklären, was ist Medienpädagogik. Und darin wird deutlich, wie groß das Feld der Medienpädagogik ist. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie man dieses große Feld der Medienpädagogik in zwei Kategorien einteilen kann. Das wäre einmal das Lernen über Medien und dann auf der anderen Seite das Lehren und Lernen mit Medien. Also man könnte sagen, auf der einen Seite die inhaltsbezogene Seite und auf der anderen Seite die anwendungsbezogene. Anwendungsbezogen ist relativ einfach erklärt. Das ist zum Beispiel dann, wenn Pädagoginnen und Pädagogen oder auch Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel zum Erklären eines Sachverhalts im Unterricht sich Medien bedienen. Also es gelingt zum Beispiel mit einem Medium, einen Sachverhalt nochmal deutlicher, intensiver, interessanter zu erklären. Das ist das Lehren und Lernen mit Medien. Da gehört noch viel mehr dazu, aber das mache ich in einer anderen Folge. Und das Lernen über Medien, darum geht es in dieser Folge, ist das Lernen darüber, über Medien und Mediensysteme, also das, was wir Menschen wissen sollten, das, was Heranwachsende wissen sollten, auch wenn sie mit Medien umgehen. Früher hat man diesen Bereich Medienerziehung genannt. Heute bezeichnet man ihn eher Medienbildung. Und Ziel der Medienerziehung, aber genauso auch der Medienbildung, ist die sogenannte Medienkompetenz. Das ist die Zielperspektive des Lernens über Medien. Also was man über Medien wissen sollte, um mit ihnen entsprechend souverän, selbstbewusst, selbstbestimmt umzugehen und, weil Medien ja auch Kommunikationsmittel sind, entsprechend auch in der Gesellschaft teilhaben zu können. Das gehört alles zum Lernen über Medien. Ich versuche mal ein Beispiel. Man könnte sich vorstellen, stellen sich einen Film vor, den man Ihnen zeigt, und einmal ist der Film mit einer traurigen Melodie unterlegt und einmal mit einer fröhlichen Melodie. Sowas haben Sie bestimmt schon gesehen. Und interessant ist tatsächlich, wie unterschiedlich diese Bilder dann auf uns wirken. Etwas anderes beispielsweise sind sogenannte Fake News, die auch sehr über Bilder funktionieren. Stellen sich beispielsweise ein Bild vor, das manipuliert wurde. Und dabei braucht man für Bildmanipulation nicht mal unbedingt Photoshop, sondern das funktioniert ganz einfach, zum Beispiel über die Perspektive. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Bild in der letzten Zeit gesehen haben, so im Kontext der pandemiebedingten Maßnahmen war es ja geboten, dass man entsprechend Abstand hält. Und da gab es ein Bild, das durch die sozialen Netze ging, in dem Menschen nur sehr geringen Abstand voneinander gehalten haben. Tatsächlich sah es aber nur auf dem Bild so aus, weil die Perspektive vom Fotografen so gewählt wurde, dass es so aussah, als ob die Menschen nur wenig Abstand halten. Das kann man ganz einfach zeigen. Hier zum Beispiel, das ist jetzt ein adäquater Abstand und der Fotograf hat das eben aus einer Perspektive aufgenommen. Ich drehe das jetzt mal so. Und jetzt aus Ihrer Perspektive müsste das so aussehen, als ob diese beiden hier keinen Abstand halten, obwohl sie ihn tatsächlich halten. Das zeigt, dass man für Bildmanipulation nicht mal besondere Mittel, nicht mal besondere Software, zum Beispiel wie Photoshop oder Ähnliches braucht, sondern eigentlich nur das Wissen darüber. Und genau dieses Wissen, das ist ein Teilbereich, es gibt natürlich noch viel, viel mehr dessen, was man eben über Medien wissen sollte, wenn wir so ganz selbstverständlich mit diesen Medien umgehen. Und das ist gemeint, wenn es darum geht, aber eben noch viel mehr, um das Lernen über Medien.